Das Rundfunksinfonieorchester Berlin und der Dirigent Frank Strobel haben in diesem Haus und auch anderswo schon gewaltige Feste gefeiert. Sie haben immer etwas zu tun mit Film und Musik. Ich denke, Herr Strobel, ganz besonders an Oktjabr, Alexander Newski und Ivan Grozny. Das sind die drei Filme von Sergei Eisenstein, die unserem jetzigen Projekt vorausgegangen sind. Nun kommt der Panzerkreuzer Potjomkin von Sergei Eisenstein. Was ist das für ein Film? Panzerkreuzer Potjomkin ist ein Mythos für die Filmgeschichte. Er ist mehrfach gewählt worden als der bedeutendste Film, der je gedreht wurde. Ein Film aus dem Jahr 1925, ein Stummfilm, mit dem Eisenstein auch sein Prinzip der Montage eines Filmes quasi, würde ich mal sagen, zur Vollendung gebracht hat, aber das natürlich dann weitergeführt hat in seinen folgenden Filmen. Es ist also diese affektive Montage von Eisenstein, die in vielen, vielen Filmen, ob es in Hollywood ist oder anderswo, einen großen Einfluss hatte. Wir haben zwei dieser Filme in der Vergangenheit mit Musik von Sergei Prokofjew erlebt, die Sie zum Teil auf eine sehr verdienstvolle Art und Weise überhaupt erst wieder zugänglich gemacht haben, wieder eingerichtet haben. Nun ist der Panzerkreuzer bei seiner Uraufführung, soweit ich weiß, mit Musik von Tschaikowski gespielt worden. Es hat dann eine bemerkenswerte Berliner Erstaufführung, ich glaube 1926 schon gegeben, mit einer Musik von Edmund Meisel, der uns ja auch nicht unbekannt ist. Aber das ist aus Ihrer Sicht nicht das Ende der Fahnenstange gewesen. Na, ich knüpfe eigentlich an die Tradition der Stummfilmzeit direkt an, denn es war üblich, dass man unterschiedliche Musiken zu den Filmen gespielt hat, je nachdem, in welchen Filmpalast man gegangen ist. Es gab für einige Filme komponierte Originalmusiken, aber sehr häufig waren es auch Kompilationen, die von den einzelnen Kinokapellmeistern der Filmpaläste zusammengestellt wurden. Und so gab es auch bestimmte Vorlieben, eigentlich so wie hier in Berlin mit den verschiedenen Opernhäusern. Die einen gehen lieber in die deutsche Oper, die anderen in die Staatsoper und die dritten in die komische Oper. So war das damals auch. Also, dass man, die einen gingen lieber in den Gloria-Palast oder in den Ufa-Palast oder in den Tauentzien-Palast. Also, das heißt, es gab eine Tradition der Musik, die sehr unterschiedlich war und die geprägt wurde durch die Kapellmeister. Und ich wollte eigentlich, also ich denke, dass die Musik von Edmund Meisel eine große Musik ist für die deutsche Premiere. Wie anderswo seine Musik ja auch sehr bemerkenswert ist, ja. Ja, ja, und vor allem auch sehr modern war für seine Zeit. Aber ich hatte mir überlegt bei dem Panzerkreuzer Potjomkin, es ist ja bekannt, dass neben der Zusammenarbeit mit Sergei Prokofjew Eisenstein auch gerne mit Schostakowitsch gearbeitet hätte und Schostakowitsch auch mit Eisenstein. Und Schostakowitsch hat ja in den 50er Jahren eine Sinfonie geschrieben, die Sinfonie Nummer 11 mit dem Jahr 1905 als Thema, um es mal so zu sagen, das sehr ähnlich ist, wie der, also von denen die Sinfonie erzählt, die Ereignisse sind sehr ähnlich denen der von Panzerkreuzer Potjomkin. Denn es geht ja um die Revolution von 1905. Eisenstein selber hat mal von der Generalprobe für die Oktoberrevolution gesprochen, die da im Jahr 1905 quasi stattgefunden hätte. Für die russische Geschichte sehr bewegte Ereignisse, aber weit darüber hinaus. Und das hat Eisenstein in seinem Film thematisiert, aber eben auch, wie Sie sagen, vielleicht war das Problem zwischen den beiden auch ein bisschen, es sind zwar nur 8 Jahre im Geburtsjahr Unterschied, aber dass sie nicht zueinander kommen konnten, Schostakowitsch war halt der Jüngere. Nun gibt es von Schostakowitsch ja einige Zitate, wo er sich durchaus auch kritisch mit Eisenstein auseinandersetzt. Aber dieser Sog, dass diese Musik etwas mit der Botschaft, die Eisensteins Film enthält, zu tun hat, der hat sie noch auf andere Spuren geführt. Sie haben die Sinfonie Nummer 11 erwähnt, aber Sie haben es ja nicht dabei bewenden lassen, dass die etwa jetzt die Sinfonie Nummer 11 unter den Film gelegt wird. Was haben Sie denn genau gemacht? Ja, das wäre mir tatsächlich zu wenig gewesen. Ich hatte nur die Sinfonie 11 sozusagen als Anker genommen, denn es dokumentiert sich für mich auch dadurch, dass Schostakowitsch einmal gesagt hat, er hätte diese Sinfonie geschrieben unter dem Eindruck des Wiedersehens dieses Filmes, Panzerkreuzer Potjomkin. Aber ich habe insgesamt 5 Sinfonien gewählt von Schostakowitsch, also die 4., 5., 8., 10. und die erwähnte Nummer 11 und habe mich zunächst mal orientiert,
orientiert an dem Prinzip wirklich der Stummfilmzeit, eine Kompilation zu schaffen. Das heißt, wo man verschiedene Werke erstmal miteinander kombiniert, um einen Film zu begleiten. Mir ging es aber darum, da wir ja heutzutage auch eine ganz andere Hörerfahrung haben, auch in Verbindung mit Film, eine sehr stringente Musik zu schaffen. Das heißt, diese Kompositionen von Schostakowitsch sind nicht nur irgendwie hintereinander gehängt, sie sind wirklich miteinander verbunden. Das heißt, es ist wie ein Mosaik aus vielen kleinen Steinen, aus denen ich eine Musik dann gebaut habe. Und es ist de facto so, dass es über 100 Einzelteile sind, die ich miteinander kombiniert habe. Das ist sozusagen die Erklärung für den Begriff Kompilation, was Sie gemacht haben. Das heißt, man hat sich das so vorzustellen, dass Sie wirklich kleine Teile, vielleicht nur wenige Takte manchmal benutzt haben und sie dann kombiniert auch mit anderen Teilen aus anderen Symphonien. Genau. Haben Sie denn da selber komponieren müssen? Also ich habe gewisse Übergänge geschaffen, ich habe manchmal auch in die Instrumentierung eingegriffen, aber das sehr, sehr vorsichtig gemacht, denn tatsächlich ist ja Schostakowitsch Musik doch so beschaffen, dass sie auf der einen Seite sehr affektiv ist und damit auch dem Prinzip von Eisenstein sehr nahe kommt und auf der anderen Seite aber auch auf eine Subebene jederzeit geht und letztendlich den Film und die Bilder des Filmes auflädt. Und erstaunlich ist, auch durch die vergangenen Aufführungen ist mir immer wieder gesagt worden, ja, man würde überhaupt nicht mitbekommen, dass das Einzelteile sind, sondern das wirkt sehr aus einem Guss und wirkt eigentlich so, als hätte Schostakowitsch für diesen Film geschrieben.